Hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Es geht weiter und zwar unten mit meinem Shop. Und dann gehen wir auch gleich noch ein bisschen Schrebergarten abernten. Nether Quarz. Weiß gar nicht, wie man mit diesen ganzen Quarzblöcken eigentlich umgeht. Keine Ahnung. Aber ich habe hier unten diese Endertruhe hingestellt und die wollte ich jetzt erstmal ein bisschen besser ausschmücken. Ich glaube, dann nehme ich echt Prismarin mit und wir nehmen uns hier diese gemeißelten Blöcke mit. Die Überlegung ist ja auch immer noch, ob ich hier unten eventuell noch ein Bücher, also Verzauberungstisch mit anbiete. Wobei der dann, glaube ich, hätte schon fast in diese Ecke gemusst. Ups. Oder man macht den eben eine Etage tiefer dann zur Not. Ich muss mal meine kompletten Blöcke zählen. Finde ich als Boden jetzt nicht so toll hier. Knochenblöcke. Was? Ich habe keine Frage. Nee, die machen immer noch Quiz hier. Wäre schon cool, wenn ich jetzt in Wipfel einziehe, könnte ich ja eine Quizfragen über mein YouTube machen. Aber die Frage ist, wie viele gucken mich dann wirklich, ne? Dass dann auch genug Leute dran teilnehmen können. Deswegen denke ich mal, mache ich es dann doch nicht. So eine kurze Überlegung hatte ich jetzt auch, wo die hier diese Quizfragen gestellt haben. Das war witzig. Ich lasse es erstmal so. Ah, da bin ich ja schon wieder oben. Eigentlich passt das gar nicht mit diesen Blöcken, ne? Ich weiß nicht, was ich stattdessen nehmen soll. Ich meine, ich kann einfach blauen Ton nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Da fällt mir ein, ich sollte ja noch von jemandem den Shop bewerten. Oh, jetzt muss ich nur nachgucken, wer das war. Finde ich bestimmt unter Warp. Ja, finde, habe ich gefunden. Moment. Die kommen wieder weg. Barkeeper Barney. Barney der Barkeeper. Ich lasse das so erstmal. Koch heißt Karl. Biermann. Voll die Fans hier. Nee, finde ich ja cool auch. So, das da mit rein, dahin. Wenn ich jetzt mal Platz hätte, ne? Was fehlt hier unten eigentlich? Ach, mein Essen. So, dann gehe ich jetzt mal eben. Ach, ich schau mal gerade nach, wie es in meinem Shop generell aussieht. Ah, hier wurde schon fast ein halber Stack sich gegönnt. Eisen, ich habe noch ein bisschen Eisen, aber die Wolle ist schon wieder aus. Die Federn, die gehen immer weg wie nichts. Nur hier waren die Fäden drin, aber die verkaufe ich nicht mehr. Aus ganz bestimmten Grund. Und zwar, ich brauche die Fäden selbst für Angeln. Hey, gib die wieder her. Die kotzt schon wieder hier rum. Kotzt dein eigenes Haus voll. So, gleich mal gucken, wie lange gehört's mir denn noch? Bis zum 6.5. Oh.
Ne, jetzt habe ich die schon wieder, ne? Das ist ein bisschen so verbuggt. Aber jetzt muss ich mal wieder beim Geld gucken. Ah, das ist nicht so viel. Was haben wir denn eigentlich hier noch so? Kürbis. Am coolsten wäre es, ich kann Kürbiskuchen machen. Aber wo komme ich an so viele Eier dran? Da bräuchte ich echt ein paar Hühner. Die müsste ich ja dann hier auf diesem Grundstück auch noch... Ah, ich könnte ja unterirdisch machen. Wäre jetzt kein großer Akt. Halt, wir machen jetzt, wenn schon, gleich alle. So, einfach weil es auch Level gibt. Und MMO-Level sowieso. Wobei, ich habe ja so spät den Schrebergarten erst bekommen, ne? War ja mal heiß begehrt. Jo! Siehste Pflanzenkunde, direkt wieder ein Level up. Ich muss sagen, dass die Musik ist, das ist mir so ein bisschen zu schnell, das Lied. Okay, das werde ich wahrscheinlich rausnehmen. Kann es jetzt gerade nicht wegmachen, weil dann bin ich raus aus der Aufnahme, wenn ich auf den anderen Bildschirm gehe und dann habe ich hier eine Unterbrechung drin. Wieso ist das immer so, dass das falsche Zeug hier unten drin landet? Also nicht die Seeds, sondern dann das Fertigprodukt oder Erzeugnis. So, und die Kartoffeln, die kann ich dann alle schön brennen. Ich glaube, die werde ich sogar zwischendurch erstmal nach Hause bringen. Dann komme ich nochmal her. Das kann ich nämlich dann ausnutzen, wenn da so viel noch bei meinem Bezirk los ist. Ich hoffe, es ist noch der Fall. Quatsch, ich muss zurück. Oh. Ich hätte einfach nur nach oben klicken brauchen. Ich muss ja erstmal nachpflanzen, ne, um zu wissen, wie viel ich brauche. Kartoffeln. So. Jetzt kann ich nochmal hier hin. Ich habe leider momentan keinen Lava-Spot auf der Farmwelt. Ich war... Weil... So, das packe ich da mit rein. Der ist nämlich leer, den letzten, den ich hatte. So. Aber ich schaue dann auf jeden Fall gleich noch nach, ob die Farmwelt inzwischen resettet wurde. Da muss ich auf jeden Fall irgendwann auch mal richtig hart wieder rangehen. Mein Eisen geht zur Neige, die Wolle ist schon leer. Warte mal, das geht besser von vorn. Jetzt kloppe ich hier bloß wieder den Stängel weg. Also es ist schon mit die effektivste Lösung hier, denke ich, für... Gerade wenn man es mischt. Klar ist, wenn jetzt die eine Seite hierhin wächst und die hierhin, dass dann der nichts mehr bekommt, aber mein Gott, wozu brauchst du das Zeug so oft, ne? Aber hier, das ist echt cool mit den Kakaobohnen. Ich hatte überlegt, das noch eventuell eins höher zu machen.
Ach so, dann kriegen die ja in der Mitte kein Licht mehr. Ich weiß noch gar nicht, ob die Licht benötigen. Das müsste man halt vorher nochmal in Erfahrung bringen und dann eventuell erhöhe ich das. Muss ich aber hier oben in die Decke dann... Na, sag schon, die... Die Laternen mit reinbauen. Oder in den Boden. Vor allem erst habe ich es mit der Axt gemacht, ne? Die ist fast breit dadurch. Echt? Ja, klar. Hier sieht man es jetzt. Das ist wieder blöd. Geht ja auch rasend schnell hier. Und wenn ich jetzt Tiere hätte, ich weiß nicht, ob man die unterirdisch halten darf, hier im Garten. Gucke ich jetzt auch nicht nach in den Regeln. Ich habe keine Tiere. Aua. Ich hatte mal ein Schaf, glaube ich. Das habe ich in Wipwil gehalten, aber irgendwie ist das weg. Das hat mich verlassen. Hup. Jo. Da hätten wir das hier. Müsste ich eigentlich öfter mal machen, weil es halt auch ein bisschen Level gibt. Wobei ich habe kein einziges dazu gewonnen. Ist das echt so? Ist ja wenig. Das Essen hier muss ich auch mal mit nach Hause nehmen und dann überlegen, eventuell biete ich es mit an, wobei die Leute immer nur eine Sache kaufen, wahrscheinlich. Zuckerrohr, irgendwie war da was mit Zuckerrohr. Hä, wieso Pflanzenkunde? Was habe ich gerade gemacht? So, war das nicht so mit den Keksen? Oh. So war das. Also Weizen geht da echt krass drauf. So. Die Seeds. Meine, ich bräuchte irgendwo Zucker. Ah, ich weiß wofür. Jetzt weiß ich's wieder. Für Bücher. Oh, mein Kabel hier vom Headset. Das muss ich mal kurz. So, das ist auf der Tastatur drauf. Ich hasse das immer. Man merkt das selber, da vertippe ich mich. Voll, viel, voll oft. Moment. Habe ich den Kaktus mitgenommen? Ja, egal. Ist auch egal. So, packe ich erstmal so da rein. Kekse vom Krümelmonster. Also 50 Cent. Gerade nochmal jetzt so ein bisschen kontrolliert, ob das auch richtig ist. Homeport. Oder machen wir 30.04. Okay, die wurde resettet. Gucken wir mal, ob das jetzt noch diese alte Bauform ist. Ja, ist es auch noch. Vielleicht finde ich ja jetzt zufällig gerade irgendwie Lava. Es gewittert. Oh, kein Buff mehr. Blubub. Ich habe schon mal versucht, gewisse Befehle als Makro zu speichern, aber funktioniert nicht so ganz. Ich habe keine Tastatur mit G-Tasten, wobei die ja eh fast ambivalent zu diesen F-Tasten sind. Aber auf meiner Maus habe ich ja so ein paar Sachen, die ich jetzt gar nicht belegt habe in Minecraft. Da hätte man es machen können. Blöd ist nur, dass das dann auch in allen anderen Spielen passiert. Und also zum Beispiel slash spawn, dass ich dafür nur die Daumentaste benutze, wo man halt vor- und zurück browsen kann in einem Browser. Und ja, dann hätte ich noch ein Profil anlegen müssen und da es ja eh nicht so ganz funktioniert hat, war es mir am Ende auch egal. Das habe ich dann gelassen. Da muss ich ja wieder ganz neue Spots suchen, so zum Ton abfarmen. Weil ich ehrlich gesagt diesen... Tonfarme, den man dann noch in den Ofen packen muss. Also den man dann erst brennen muss.
Erstmal ist, weil ja, eine Schaufel ist nicht so viel wert wie eine Pickaxe, würde ich fast schon sagen. Das geht auch da mit einer Schaufel schon recht schnell, mit einer ganz normalen. Und man macht noch Level und spart sich eben, dass man hier mit so seiner Pickaxe so viel abzieht halt an Lebensenergie. Oh, jawohl, ein Lavasee. Direkt eingefunden. Das ist ja cool. Dann mache ich jetzt hier. Aber das ist ja in der anderen Welt. Das ist ja nicht in der PvP. Na gut, ist eigentlich egal. Da muss ich mir nur merken, wo das dann war. Alle voll. Spawn. So, jetzt bestücken wir hier erstmal die ganzen Öfen. Das sind schon einige. Und ich glaube, weißt du was? Die hier unten, die baue ich wieder ab. Da kommt dann lieber noch eine Kiste hin. Ja, habe ich auch noch. Gerade so. Oh. Weil, dann machen wir hier nur die Waffen rein. Und unten die Rüstung. Und ich muss immer noch nachgucken, wie das Fettschreiben ging. So, einfach weil das hier schon mega voll ist. Was kann ich noch? Naja, das geht nicht. Das erkennt er nicht als... Sortieren ist egal. Aber weil die halt verschieden lang haltbar sind, erkennt er das einfach nicht als Block. Also als gleichen Block. Oder Item, besser gesagt. Ja, das würde ich mal mit zur Rüstung zählen hier. Das ist ja defensiv. Oh, nee. So, Ton. Boah. Dirt. So, hätten wir ja alles. Einfach zu viele Öfen. Reicht. Und an der Stelle danke ich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.